Hey Leute, wir haben eine sehr, sehr spannende Entwicklung aktuell in unserem Bitcoin-Chart, über die ich ganz genau und detailliert in diesem Video sprechen werde. Das heutige Video wird ein anderes sein als sonst, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Leute, schaut euch einmal, bevor wir mit dem Video starten, einmal diese herrliche Aussicht an. Also, nun starten wir einmal mit unserem Video. Und bevor ich mit den Details zu unserem Bitcoin-Chart anfange, einmal die Auslosung zu meinem letzten Video. Leute, wenn wir hier unten einmal auf Start klicken, können wir dann erkennen, wer die Satoshis im Wert von 50 Dollar gewonnen hat. Dani, Glückwunsch an dich. Ich werde dir die Satoshis im Wert von 50 Dollar so bald wie möglich zukommen lassen. Und auch in diesem Video habt ihr erneut die Möglichkeit, Satoshis im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben. Und im nächsten Video werde ich dann erneut auslosen und dem glücklichen Gewinner die Satoshis zukommen lassen. Vielen Dank. Danke Leute, und wir starten nun direkt mit dem Bitcoin-Preis. Hier einige Details, über die ich gerne in diesem Video sprechen möchte. Und zwar befinden wir uns aktuell bei einem Preis von in etwa 37.700 Dollar. Und gestern haben wir einen sehr, sehr starken Preisanstieg gehabt bis zu unserer wichtigsten Widerstandszone, bis hier zu dieser grünen Box. Und wir haben es leider nicht geschafft, in diese Box bzw. über diese Box drüber zu kommen. Das Maximum Preisziel, was wir hier erreicht haben, waren in etwa 40.500 Dollar. Ein sehr wichtiges Preisniveau für die weitere Preisentwicklung von Bitcoin. Warum ich das glaube, werde ich euch ebenfalls im Laufe des Videos angeben, und ich werde euch darüber hinaus weitere Details geben, wie zum Beispiel, wann wir denn den nächsten Trade zu setzen haben. Und dann gehen wir einmal in unseren Tageschart. Hier können wir wirklich eine sehr, sehr spannende Entwicklung erkennen. Über dieses Falling Wedge hatte ich ja bereits gesprochen, und ich hatte ja bereits prognostiziert, dass wir möglicherweise aus diesem Falling Wedge nach oben hin ausbrechen werden. Und nun ist eine neue spannende Information dazugekommen, und zwar können wir hier in diesem Bereich erkennen, dass wir fast bzw. so gut wie unser Preisziel aus diesem Falling Wedge erreicht haben und dort letztendlich dann eine Rejection erlebt haben und erneut mit dem Preis nach unten gegangen sind. Natürlich sollte man aber die aktuelle Situation nicht nur auf TA-Ebene sehen, sondern wir haben ebenfalls einige sehr, sehr spannende Nachrichten gehabt, die den Bitcoin-Preis nach oben befeuert haben und letztendlich dann wieder nach unten gebracht haben. Zum Beispiel haben ja viele prognostiziert bzw. sind davon ausgegangen, dass Amazon nun in Zukunft Bitcoins akzeptieren wird bei Käufen. Allerdings wurde dieses Gerücht nun dementiert von Amazon selbst. Aber spannend wird es trotzdem bleiben, denn heute Abend wird Apple die Quartalzahlen veröffentlichen und ganz vielleicht werden wir dort ja Bitcoin ebenfalls in diesen Quartalzahlen vorfinden können, und dann können wir wirklich davon ausgehen, dass der Preis schlagartig nach oben gehen wird. Aber gut Leute, kommen wir einmal zurück zu unserem Bitcoin-Chart. Hier können wir unser Fib Retracement Tool erkennen, und außerdem können wir hier erkennen, dass wir zwar das Fib Level 0.618 eindeutig hinter uns lassen konnten. Allerdings das noch wichtigere Fib-Level noch immer vor uns liegt. Wir können hier erkennen, dass wir so ziemlich genau bis zu unserem 100%igen Fib-Level angekommen sind, allerdings dort eine knallharte Rejection erlebt haben und dann mit dem Preis erneut nach unten gegangen sind. Und nun stehen wir erneut vor dieser großen Hürde, erneut vor unserem Fib-Level 0.786. Ich hatte ja bereits einige Male angekündigt, dass wenn wir einen starken, wirklich sehr, sehr starken Preisanstieg haben wollen, dass wir dann erst einmal dieses Fib-Level hier in diesem Bereich hinter uns lassen müssen. Wenn uns das gelingen sollte und wir hier bei unserem 100%igen Fib-Level eine Tageskerze abschließen sollten, wäre dann unser nächstes sehr, sehr bullisches Preisziel laut unserem Fib-Retracement-Tool hier bei in etwa 47.281 Dollar bzw. 47.300 Dollar in etwa. Meiner Meinung nach aktuell ein wirklich super bullisches, aber auch gleichzeitig mögliches Preisziel für den Bitcoin. Aber Leute, unser wichtigstes Preisziel, was wir hier meiner Meinung nach hinter uns lassen müssen, können wir hier mit dieser grünen Box erkennen. Und zwar habe ich ja bereits gesagt, dass wir so ziemlich genau bis zu dieser Box angekommen sind und dort eine Rejection erlebt haben.
kein allzu bullisches Zeichen, allerdings besteht noch immer die Möglichkeit, dass es dann in den nächsten Stunden bzw. in den nächsten Tagen klappen wird und wir hier über diese grüne Box an dieser Stelle kommen. Wenn wir uns das Ganze einmal Short-Term anschauen, können wir hier mit dieser schwarzen Linie eine gute Support-Linie erkennen. Das heißt, es ist gut möglich, dass wir hier erneut bis zu dieser schwarzen Linie runtergehen werden und dort dann einen Support erfahren und erneut mit dem Preis nach oben gehen und möglicherweise erneut diese Widerstandsbox hier an dieser Stelle antesten werden. Wenn wir uns das Ganze einmal hier in unserem Tageschart anschauen, können wir dann erkennen, dass wir wirklich einen sehr starken Widerstandsbereich hinter uns gelassen hätten und dann wirklich mit einem sehr, sehr starken, explosiven Preisanstieg nach oben hin rechnen können. Allerdings, solange wir hier diese $40,500 nicht signifikant hinter uns lassen können, können wir auch nicht davon ausgehen, dass der Preis wirklich explosionsartig nach oben gehen wird. Für die Leute, die aktuell nicht in einem Trade setzen, sondern jetzt gerade noch auf den bestmöglichen Zeitpunkt abwarten, meiner Meinung nach wäre es ein guter Zeitpunkt, den nächsten Trade zu setzen, wenn wir hier die $40,600 in etwa hinter uns lassen können, denn dann können wir, wie gesagt, davon ausgehen, dass der Preis explosiv nach oben gehen wird. Um diesen Trade zu setzen, habt ihr nun die Möglichkeit, bis zu $1,200 komplett geschenkt hier auf VMAX abzuholen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich VMAX. Innerhalb von Sekunden, wirklich Sekunden, habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu $1,200, womit ihr den nächsten Trade komplett kostenlos setzen könnt und die Profite wieder von der Börse abheben könnt. Genau dasselbe gilt auch für erste Einzahlung. Vielen Dank, Leute. Und wie gesagt, auch in diesem Video habt ihr erneut die Möglichkeit, Satoshis im Wert von $50 zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben. Und im nächsten Video werde ich dann erneut auslosen und dem glücklichen Gewinner die Satoshis dann zukommen lassen. Vielen Dank, Leute. Ich werde euch natürlich weiterhin up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Die Links dazu findet ihr ebenfalls hier unten in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank, Leute, und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.